Schöner Abend, gell? Ja, wunderbar. Ob's haltet, das Wetter? Das sieht schon noch ein bisschen so aus. Ja. Na, ich mache einen Abendausflug. Ich mache einen Abendausflug, ja. Und wo sind Sie? Von Horben. Aha, wo? Im Heuburg. Ah, im Heuburg. Und der Name? Fränkle. Ah, sag mir, da gibt es ja viele neue Leute. Ja, sind Sie auch aus Horben? Ich wohne da. Da unten im Pferde? Ja. Ah ja. Der Hof hat mal mir gehört und das sind die Jungen, die jetzt drauf sind. Ah ja. Aha. Und ich war jetzt gerade in Horben auf dem Friedhof und habe neue Blumen ausgraben, gegossen bei der Hitze. Ja, kaputt. Das habe ich am Sonntag gemacht bei meinem Vater auf dem Graben. Und da bin ich jetzt bis daher. Ja. Das ist ja ein wunderschönes Anwesen, ja? Ja, doch. Wie heißt sie? Hä? Wie ist ihr Name? Meister. Wie die Meister. Ah ja. Aber nicht verwandt mit keinem. Nicht? Nein. Der Ringehof dort, der Ziegerhof, der heißt meist, ne? Ja. Dann der im Dorf, hinterm Rabe, das ist ein Meister. Dann der Eckhof ganz oben, wo das Eis hat, ist auch ein Meister. Mhm. Also es gibt sehr viel. Es gibt auch die nächste Generation, also die nächste große Dings, Zimmermann. Ah, ja. Und auch wieder nicht alle miteinander verwandt. Aha, aha. Also ein Teil schon, aber nicht alle. Mhm. Und dann kommt so Buttenmüller noch so am Rande. Aber meistens Zimmermann und dann Buttenmüller, auch viel und Assal. Also, das sind halt so die hiesigen Namen. Mhm. Naja. Dann sind Sie ein alter Horbener, naja, kann man so sagen. Ja. Meinen Sie es nicht vom Alter her? Ja, bin auch kurz vor 80 her. Ah, ja. Mhm. Und ich war kaputt. Mhm. Wegen der Bandscheibe und wegen der Rückenprobleme halt mal auseinanderziehen, ob es was bringt, ist eine andere Frage. Mhm. Hoffen wir es, ja. Ja, hoffen wir es. Mhm. Ja. Ich habe zur Zeit so riesige Schmerzen. Wenn ich viel auf, sind sie fast weg. So hier unten, hier drin und dann geht es immer hier runter in die Waden. Riesige Krämpfe. Aha. Hauptsächlich bei Ruhestellung. Beim Laufen ist es, verteilt sich das dann halt. Oder? Sie gehen die Meinungen auch auseinander, ich weiß auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, Bewegung ist da trotzdem noch gut, auch wenn es schmerzt ein wenig. Ja. Was machen Sie vom Beruf? Ich bin eigentlich Musiker. Aha. Ich habe aber ursprünglich habe ich mal Bäcker und Konditor gelernt. Aha. Also, dann hat man sich doch anders entschieden. Dann habe ich dann erstmal die Lehre gemacht. Also. Und dann habe ich mich aber dann doch für die Musik entschieden. Mein Vater hat mir das ein bisschen übel genommen, ja, weil ich der älteste Sohn bin. Und ja, das ist immer so Tradition, dass der das dann. Ja, das ist also schon seit Generationen in der Familie. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee Vater, also du hast mich so hart rangenommen bis 18, ja. Ich bin mit 5 schon in der Bäckerei gestanden. Das ich jetzt mache ich aber was ich will. Jetzt fangst du mir an, ja. Ja, das ist ja eigentlich auf den Höfen auch, die Nachkommen, also die, zum Beispiel, wenn es jetzt Höfe gibt, wo Milchablieferer waren, die Jungen sagen, das lohnt sich nicht, ich habe einen Beruf und mein Mann oder mein Verlobter hat einen Beruf und die werden wir behalten, weil wir da mehr Geld verdienen, wir hören auf mit der Milch, wir machen nur das, wir machen nur selber, da gibt es schon Zuff. Mhm. Also, zum Beispiel der Ringelhof, wo jetzt der Ziegerhof, der hat ja früher einen Haufen Milchkühe gehabt, jetzt hat er ja auf Käserei mit Ziegen umgestellt, das finde ich gut. Und dann auch die Buttermüllers da drüben, der eine hat auch schon aufgehört, weil die Jungen sagen, machen wir nicht. Muss dann, wenn die Melke, die Jungen sagen, das kannst du melken, aber wir machen das nicht, wir fangen schon gar nicht an. Es sind viele, im Dorf auch, also unter der Kirche, der Assal. Aha. Der hat auch aufgehört und hat gesagt, da hat er auch noch eine Anstellung. Also ich meine, verdient man. Also selbst wenn einer nur halbtags beschäftigt ist heute und der verdient halbtags, wenn er schafft, halbtags schafft, verdient er mehr, wenn er 15, 20 Milchkühe hat. Mhm.
Und nicht auch nicht so viel Stress und nicht so viel Kontrolle. Und dann kommen sie, die kommen ja immer gar nachschauen, ob die Milch wird ja immer unangemeldet kontrolliert wegen der Keimzahlen. Die kommen sie halt, dann stehen sie da. Man kann nicht sagen, ach, heute machen wir es nicht so ganz exakt, heute kommen sie nicht. Also die kommen unangemeldet. Und dann, wenn da Keime drin sind, dann kriegt man so und so viel Prozent abgezogen. Und dann hat man auch wieder um die Hälfte, hat man nur halb, hat man auch nichts verdient, gar nichts verdient dran wieder. Den Monat, nicht? Wo ist das Abziehen dran? Also, ich habe ja früher auch hier, so 22 Milchkühe gehabt und 10 oder 12 Bullen auf dem Betrieb da. Aha. Und der hat jetzt ungefähr 60 Pferde. 60 Pferde, Er hat 15 eigene Schwarzwälder Züchter noch, macht ja einen Zuchtverband. Da hat es halt nur Pferde. Und die Rinder, die da vorne sind, an der Straße, die paar da, gerade da, haben wir dann ein Pferd, die kehren ihm. Und die haben wir aber nur, die haltet man nur, weil dann ist es noch ein rinderhaltender Betrieb wegen dem Zuschuss. Dass man die wegkriegt, da kein Zuschuss. Pferd ist ein Luxusartikel. Und dann muss ich auch Steuer zahlen davon, der Einnahme von der Pferdebox. Ja. Also die kommen schon, das ist alles. Die den überall abzucken und ausmelken. Und wenn die das nur überall machen würden. Nicht nur bei denen, wo alles fast dringend brauchen. Der hat dann noch abzuckt. Aber es ist wunderschön hier oben. Ja, da hat man eigentlich. Habel ist ein großer Vorteil, Habel liegt stadtnah. Ja, genau. Und landschaftlich schön im Verhältnis. Also sagen wir mal, man kann in alle Richtungen ist wieder anders da. Ja, wenn man in das Tal guckt, wenn man zum Schauensland guckt. Man kann einmal kurz wandern. Mit so Mulden. Ja. So, jetzt geht's wieder weiter. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Wünsche ich auch. Ja. Und die Bäckerei, wer hat jetzt die übernommen? Ah, die hat mein Vater dann verkauft. Aber ich habe noch 3 Geschwister, die wollten auch nicht. Da nehmen wir immer wieder eine Entschuldigung. Die andere hätte ich auch kennen, gell? Ja. Aber wie gesagt, mein Vater hat uns alle so dermaßen schon als Kind da reingesteckt. Also wir mussten schon als Kind richtig viel arbeiten. Und die Lehre war alles andere als ein Zuckerlecken. Ja. Ich habe 15, 16 Stunden während meiner Lehrzeit gearbeitet täglich. Ja. Da hat keiner nach dem Jugendschutzgesetz gefragt. Und hat gesagt, du darfst eigentlich nur 8 Stunden und darfst gar nicht vor 5 aufstehen. Das war auch meinem Vater egal. Das ist eigentlich so. Ja, und vor allem es ist halt so, dass eine gute Konditorei, eine Bäckerei, da wird halt wirklich auch heute noch viel, viel von Hand gemacht. Ja, obwohl es natürlich von der Technik her inzwischen sehr gute Maschinen gibt. Im Gegensatz zu vor 80 oder 100 Jahren, wo der Beruf als Bäcker noch ein richtiger Buckeljob war. Das ist aber heute immer noch, trotz den Maschinen. Ich weiß, wie es heute auch läuft. Aber ich meine, die Qualität, das sieht man bei den Großbäckereien, die zig Filialen in der Stadt haben. Das ist qualitativ, ist das natürlich ein lumpes Zeug. Und alles, sagen wir mal, das was reinkommt in die Vanille oder Apfeltasche oder sonst was, das ist jetzt billigste Marmelade. Also nicht? Ja, das ist alles tiefgefroren und alles neu. Eineinhalb Tage selbst im normalen Kühl schmeckt es nicht mehr. So süße Stückchen, die schmecken nicht mehr. Nee. Und eben ein gutes, zum Beispiel ein Hefezopf, ein Nusszopf oder sowas. Ja, der hebt aber weiter. Den kann man hoch aufheben. Ja. Aber das kann man bei dem nicht. Wenn man das ist, dann nachher, erstens, eventuell wird er trocken oder der ist dann nachher so, der kannst du gerade biegen. Nicht? Oder nicht? Ja.
Ach ja, wenn nur meine Knochen besser wären. Jetzt machen Sie noch ein bisschen Reha, dann ist das wieder in Ordnung. Meinen Sie, dass das hilft? Alles, also ich kenne viele, denen hat es gut geholfen, ja. Also ich war ja in der Röhre. Ich war zuerst im Leuterkrankenhaus auf der Inneren beim Professor Ochs. Ja. Weil da war ich schon einmal wegen was anderes und der kennt mich gut. Und dann hat er gesagt, ich muss aber zuerst in die Röhre. Ja. Und da war ich jetzt. Dann haben die festgestellt, dass an der Wirbelsäule, wo die aufsitzt, im Beckenbereich eine Verengung ist. Mhm. Sagen wir mal so ein bisschen. Und dass also so ein leichter Bandscheibenvorfall eventuell noch mit verbunden ist. Und jetzt habe ich aber dann mit dem Hausarzt gesprochen. Da hat er gesagt, gehen Sie in das Reha Süd da unten. Ja. Und gehen Sie ja nicht ins Krankenhaus, Sie den gern schnipseln. Ah ja. Und das will ich eben nicht. Ja, am Rückgrat sowieso nicht. Das an der Wirbelsäule operieren, das, da hört man also schon die größte Horrorgeschichte. Ein kleiner Fehler vom Chirurg und dann sind sie gelähmt. Ja. Also dann doch lieber noch ein wenig länger mit den Schmerzen rumrennen. Na, ich will jetzt mal gucken. Ich habe jetzt dann morgen, ist jetzt auch wieder, also morgen wäre ich jetzt aufgehängt, mit den Füßen nach oben hochgezogen. Und der Körper bleibt liegen und ist so hoch. Aha. Was ich am Mittwoch mache, weiß ich noch nicht. Mhm. Also wenn wir uns nicht mehr treffen, nennen die mich auseinanderzerren. Wünsche ich aber trotzdem schöne Zeit. Ja, Ihnen auch, ja. Danke. Naja, es wird schon werden. Also ich war letztes Jahr im November, war ich in der Urologie, weil ich habe riesige Probleme gekriegt mit dem Wasserlosen und so weiter. Und also die innere, also Magen-Darm oder Urologie, ist im Loretta Krankenhaus zum Empfehlen. Das ist also, da wird man also schon, aber da machst du auch mal Schmerzen mit, wenn sie dann die Blase auffüllen mit Wasser. Und ich habe in der Blase einen Steinkitt. Oh. Und dann haben die das, kommt da Wasser rein in die Blase, über eine kleine Öffnung hier, ja, direkt in die Blase. Und da wird es, dass die Blase und der Bauchwand nur beieinander ist, dass wenn die aufschneiden, damit sie nichts verletzen. Aber da geht man an Degenhof, wenn die in die Blase das Wasser reinpumpen. Ja. Das ist also, es ist nichts schmerzhafter. Ja, ja. Aber es musste halt sein. Mhm. Und dann sind die reingefahren mit einer Gummischlinge und den Stein rausgeholt. Und dann ist das Wasser nur so gespritzt in den Raum rein, wo da drinnen war. Mhm. Und dann natürlich ein paar Tage Katheter da drin. Mhm. Das ist auch wieder so eine Sache. Also, ja. Ja. Da gibt es das Sprichwort, die beste Krankheit taugt nichts, gell? Ja, es ist wirklich schön heute Abend. Ja, jetzt haben wir auch noch ein schönes Abendrot, das spricht für ein schönes Wetter morgen. Ja, ja. Was ist das eigentlich für ein Tier, was das so macht? Das ist ein Pfau. Ein Pfau? Ein Pfauermännchen haben wir. Da hat der Rad so hoch vom Pfau. Aber der hat kein Weibchen. Weil die Weibchen, da gibt es immer ein normales Problem, die bleiben nicht. Oh. Das ist noch ein junger Pfau. Mhm. Aber der hat ein Rad so und so hoch. Oh. Und man sagt ja, wenn der Pfau nachts und die ganze Zeit schreit, gibt es Regenwetter. Ja? Ja, ja. Also ich weiß, ist es Einbildung oder was? Ich kann mir es nicht so vorstellen. Ja. Weißt du? Denn der tut die ganze Zeit, das ist ja jetzt die Balzzeit und darum ruft er immer. Mhm. Und glaubt, da kommt ein Weibchen irgendwo her. Nicht ja, aber das, die bleiben nicht so. Mhm. Wir haben das ein paar Mal schon versucht, die bleiben nicht so. Aha. Weiß auch nicht warum. Ich glaube, die mögen die Hunde nicht und so. Mhm. Oder das, wenn jemand so irgendwie ein Tier so plötzlich auf die zugehen, dann sind sie fort, die fliegen fort. Aha. Wir haben mal ein Weibchen gehabt, das ist nach Bitzikofen dann ausgeflogen. Ja?
Und wir haben das nie mehr gekriegt. Mhm. Oder es ist dann nachher Pech, dass der Fuchs sie fängt mal irgendwo, wenn sie am Boden rumrennt. Gell? Aha. Also ich wünsche einen schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Ja. Ade. Ade. Thank you.